Ja, moin, Guys. Kurz mal dieses Video hier reagieren drauf. Es ist ein Marktausblick von Juni und das ist doch mal interessant. Wir haben noch Juni. Also schauen wir mal. Meine letzten Tassen Schimmli hier. Ist leider meine letzte Tasse. Vom März folgt schon fast Euphorie, spannende Zeiten an den Börsen und es freut mich, wie in jedem Monat zu Florian Bonnet zu schalten, Leiter Research von DJE bei München. Florian, wenn du München, habe ich letztens in der U-Bahn, glaube ich, gesehen. dir die Stimmung aktuell mal anschaust, zweistellige Prozentsteigerung auf Tagesbasis bei vielen Einzelwerten. Du siehst Aktien, die von Unternehmen, die bankrott sind, wie Hertz, die auf einmal senkrecht durch die Decke gehen. Wie würdest du die Stimmung aktuell beschreiben? Ja, Markus, die Stimmung ist schon in Teilen aufgeheizt. Das hängt halt ein bisschen vom Marktsegment ab. Also die Unternehmen, die du jetzt gerade ansprichst, die sind natürlich außergewöhnlich. Aber es gibt natürlich auch die Tech-Unternehmen, wo die Anleger stark drin sind. Und Ist doch krass, oder? Gerade mal vor 2 Monaten ist die Welt sozusagen zusammengebrochen, ne? Und jetzt reden sie von Hypes und Euphorie. vor allen Dingen spiegelt sich der Optimismus bei den Privatanlegern wieder. Die Traditionellen sind gar nicht so übertrieben euphorisch und Ja, das ist nämlich der Punkt, ne? die halten zum Teil sogar noch relativ hohe Cashquoten. Also von daher. Wie wahrscheinlich ist es denn, Florian, dass diese hohen Cashquoten Warren Buffett ist ja noch gar nicht, hat noch gar nichts gemacht, ne? Fondsmanager müssen und institutionelle Anleger müssen ja auch Performance zeigen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass diese Cashquoten auch in den kommenden Monaten zugunsten des Aktienmarktes abgebaut werden? Ich glaube, es hängt ganz stark davon ab, wie der Aktienmarkt sich entwickelt. Also wir haben jetzt die 200-Tage-Linien überwunden. Der Markt ist schon fast wieder an den Niveaus vom Februar. Und dann Ich glaube nicht, dass die ihre Cashquoten abbauen. Nur weil die Aktienkurse gestiegen sind. Also als einzigster Grund. Glaube ich nicht. So, ich glaube, die haben da ein paar mehr Kriterien noch in den Institutionen. hast du ja diese Abkürzung FOMO, Fear of Missing Out. Ich glaube, das trifft dann auch bei vielen zu. Du musst dann einfach irgendwann investieren. Ja gut, Fear of Missing Out, das trifft halt hauptsächlich bei den privaten Anlegern zu, ne? Das ist ja das, was jetzt gerade passiert. Bei den institutionellen, die haben da schon noch ein paar andere Kriterien und Vorschriften und naja, bis auf die Hedgefondsmanager, die haben, glaube ich, weniger Vorschriften. Die sind dafür auch ein bisschen crazier, also noch ein bisschen verrückter, unberechenbarer, was die machen. Als Fondsmanager im Moment kann man, glaube ich, dann schon noch sagen, ja, jetzt ist halt so viel passiert und jetzt renne ich da nicht hinterher, aber irgendwann zwingt dich der Markt dann oder deine Underperformance dann doch hinterher zu gehen. Und wenn es jetzt wieder runtergeht, werden die Leute sich natürlich bestätigt fühlen, aber es kann er. Ja, Underperformance. Dirk Müller mit seinem Fonds ist das beste Beispiel, ne? Der hat 2017, 2018 letztendlich immer underperformed. Ich glaube, über 2, 3 Jahre hinweg haben sie ausgebuht. Und jetzt dieses Jahr haben sie ihn ausgezeichnet mit Awards. Ja. Ja, weil er eben overperformed hat mit seiner Strategie. Also es gibt schon auch Fondsmanager, die einfach auch mal über 1, 2, 3 Jahre eine Underperformance in Kauf nehmen, wenn sie ihre Strategie durchziehen wollen, ne? Natürlich sein, dass wenn der Markt jetzt noch ein bisschen läuft, dann kommen auch diese Cashflows und dann haben wir sozusagen. Ist denn davon auszugehen, dass diese unglaubliche Dynamik der Erholung, die wir sehen, dass das andauert? Also es gibt, die Börse ist ja keine Einbahnstraße. Es gibt immer irgendwann wieder zwischendurch Korrekturen und die wird es auch dieses Mal geben. Und wir glauben aber schon grundsätzlich, dass der Markt weiterläuft und sind deswegen positiv, weil du einfach diesen gigantischen monetären Faktor hast, der überwiegt im Moment alles. Zwischendurch wird es aber, und darauf kann man ja auch hoffen, kleine Korrekturen geben. Das ist einfach so, das kann man sich immer nicht vorstellen, in dem Moment kommt aber so sicher wie das Amen in der Kirche. Und ein Und paar Sachen weisen ja auch darauf hin, so wie Put Call. man darf eins nicht vergessen,
dass so die richtigen Entlassungswellen im Mittelstand in Deutschland, ja, also Arbeitslosigkeit, die wird erstmal so ein, sagen wir mal, ein paar Monaten anziehen. Ja, ich würde mal sagen, so Oktober bis Dezember diesen Jahres. Ja, das bestätigen auch immer wieder viele Leute, mit denen ich mich unterhalte im Mittelstand, dass die Auftragsbücher jetzt noch abgearbeitet werden und dann halt eben, wie ich schon mal gesagt habe, auch keine neuen Aufträge nachgekommen sind, ja, Anfang diesen Jahres oder Mitte diesen Jahres, und es sich aber erst auf Ende diesen Jahres auswirken wird, so, ne? Und die ganzen Kurzarbeiter kommen dann noch dazu und so weiter. Und wenn halt die alle dann plötzlich kein Geld mehr haben, diese privaten Anleger, und sagen, okay, ja, ich hab zwar noch Geld, ja, und aber jetzt wackelt mein Job doch, na, dann ziehe ich vielleicht doch lieber wieder mein Geld aus dem Markt raus, aus den Aktien. Und das ist ja was ich schon seit Monaten sage. Also noch als ich regelmäßig Aktienvideos gemacht habe, sagen wir mal im März, ab Februar oder so, habe ich gesagt, Leute, buttert nicht euer ganzes Erspartes jetzt da rein. Ihr wisst ja gar nicht, ob ihr in 6 Monaten noch euren Job habt, ne? Also, ich meine, auf YouTube muss man immer so Videos machen, die so, man weiß ja gar nicht, wen man genau anspricht, ne? Also die breite Audience da draußen halt, ne? Und genau das könnte das Szenario, die Leute sind halt mit Fear of Missing Out, FOMO, ja, und ignorieren mal eben kurz, dass ihr Job eigentlich gar nicht mehr so sicher ist, und dann gibt es also noch mehr Arbeitslose und weniger Geld und dies und das, und dann müssen es halt ihre Aktien wieder verkaufen, und dann könnte das Ganze eben genau kippen, ja. Ich weiß zum Beispiel. Also wir haben einige technische Indikatoren, die eine kurzfristige Überhitzung zeigen, das ist richtig. Was natürlich auch wichtig ist, ist die Konjunktur. Und man hört immer wieder, viele meinen also, die Börse habe sich von der Realität einer schwachen Wirtschaft zu weit entfernt. Würdest du das unterschreiben? Was trägt den Markt? Ja, das Gleiche, was ich gerade gesagt habe, leider. Also den Markt trägt vor allen Dingen was wir früher schon mal gesagt hatten, der Mangel an allen Anlagealternativen. Den Markt trägt das monetäre Fundament. Also es ist einfach wahnsinnig viel Geld da, was investiert werden muss. Es klingt doof, es ist aber leider so. Und jeder, der sich damit beschäftigt oder der mal selber versucht, Geld anzulegen, der wird es sehen. Irgendwas muss man machen, und da ist die Aktie noch die bessere Alternative. Und man sieht ja auch, dass die Notenbanken sich alle Mühe geben, den Markt zu stützen. Und insofern ist es eigentlich rational, dass der Markt steigt. Also Kannst du das für uns mal historisch? ja gut, keine Alternative. Du kannst ja auch, sagen wir mal, einfach mal in Bildung investieren, ja. Oder dich selbstständig machen oder einfach mal kreativ werden, ne? Also dein ganzes Geld jetzt in Aktien oder irgendwo ansparen und so weiter, das ist jetzt nicht besonders kreativ, ne? Das kann wirklich jede Oma mittlerweile ein Konto eröffnen und da einfach rein und halt irgendwas kaufen, ne? Also wenn der Markt steigt, dann ist ja quasi auch momentan so, dass wenn es steigt, dann steigt alles, und wenn es fällt, dann fällt alles, ja? Also Einordnen, dieses Ausmaß an Stimulus, das wir aktuell durch die Notenbanken sehen, wie schnell, wie viel, wie geballt kann man sich das vorstellen, mal verglichen zum Beispiel mit der Finanzkrise? ja, wir hatten da verschiedene Berechnungen angestellt, und also in jedem Fall ist es viel, viel, viel größer, als es jemals zuvor war. Und wir hatten jetzt eine Rechnung gemacht. Da hatten wir gesagt, dass es im Moment in den letzten 3 Monaten so viel war wie in den 6 Jahren zuvor. Und das, je nachdem, welche Zeitperiode du da vergleichst, kommst du auf einen Faktor 24, also 24 Mal so starke Stimulierung wie zuvor. Und das ist halt enorm. Und der andere Punkt ist ja auch, du siehst von den Notenbanken ja kein Einhalten. Also man kann sich im Grunde vorstellen, egal was passiert, die würden halt weitermachen. Es gibt ja im Grunde keine Limits. Und allein aus diesem Grund hast du für die Marktteilnehmer so ein gewisses Auffangnetz, wo sie wissen, okay, wir werden hier nicht fallen lassen. Also das ist dieses Sicherheitsnetz, das die Notenbanken unter dem Markt gespannt haben. Und ich glaube, über eins muss man sich auch im Klaren sein, wenn der Virus mal weg sein sollte, Stimulus bleibt in der Wirtschaft, oder? Richtig, das hattest du, glaube ich, in deinem Stream auch schon mal gesagt. Der Virus geht, aber das Geld bleibt. Ich meine, es wird ja nicht wieder rausgezogen. Es wurde ja mal versucht, das Geld rauszuziehen, ansatzweise von der US-Notenbank.
aber beim nächsten Anlass sind gleich wieder reingepumpt. Und insofern, der Virus ist jetzt schrecklich und alles nicht toll, aber der ist irgendwann noch vorbei. Die monetären Maßnahmen, die verschwinden aber nicht. Und insofern muss das Geld irgendwo hin. Und es wird vermutlich zu höheren Aktienkursen führen. Die Anleihen sind ja schon. Naja, ich glaube, dass es auch dann irgendwann mal zu höheren Silber- und Goldpreisen führt. Massiv überbewertet. Und Ähnliches kann bei den Aktien auch passieren. Jetzt sehen wir in Europa Teilöffnung der Wirtschaft. Die wurde vollzogen mit den Virusneuinfektionen auf einem sehr tiefen Niveau. Die sind deutlich zurückgelaufen. In den USA ist das landesweit noch anders. Wenn man sich Texas anschaut, Utah oder einzelne Bundesstaaten, dann sind hier die Infektionen sogar und die Krankenhauseinweisungen sogar schon wieder am Steigen. Welche Gefahr stellt das da für den Aktienmarkt? Ja, also das ist natürlich nicht schön, aber dass die Konjunktur schwach ist und von Corona belastet, das ist im Grunde eingepreist, würde ich sagen. Und dass es keinen zweiten richtig großen Lockdown gibt, davon gehen wir zumindest im Moment aus, davon schrecken alle zurück. Das kann man sich wahrscheinlich nicht erlauben und insofern irgendwann, selbst bei hohen Ansteckungsraten und hohen Infektionsraten, wird auch diese Sache überwunden werden. Und es trifft vor allem wahrscheinlich kleinere Unternehmen und kleinere Gesellschaften. Die großen, großbörsenkapitalisierten Unternehmen kommen da eigentlich ganz gut bei weg. Und zum Teil gibt es ja halt auch Profiteure. Einer der anderen treibenden Faktoren an der Börse, Flo, waren die ewigen Nachrichten auf Tagesbasis, dass die Wirtschaft jetzt teilgelockert wird. Wir haben viele Unternehmen, die von einer linearen Erholung sprechen. Also der Juni im Vergleich zum Mai, im Vergleich zum April, hier sehen wir schrittweise Besserung. Wie schätzt ihr denn die Wirtschaftserholung ein? Wird es eine wirklich so schnelle Erholung sein, wie der Aktienmarkt signalisiert? Auf keinen Fall. Naja, also da gibt es zwei Sachen. Einmal, wenn du nach China guckst, und wir sprechen zuletzt viel mit chinesischen Unternehmen auch, bei denen läuft es echt ganz gut, oder auch mit Unternehmen, die von hier aus Geschäfte in China machen, da läuft es wirklich gut. Mal eben kurz nach China ablenken. Gut, und inzwischen ist da die Lage wieder halbwegs normalisiert. Also hast du im Grunde diese V-förmige Erholung gehabt. Ansonsten ist die Markterwartung eigentlich, dass die Wirtschaft erst in ein paar Jahren wieder auf dem Niveau steht, wo wir Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres standen. Also die Erwartungen sind da, glaube ich, an die Wirtschaft nicht zu hoch. Und dem schließen wir uns eigentlich an. Also es ist auch diplomatisch ausgedrückt. Nicht zu hoch. Und natürlich, bis diese ganzen Kollateralschäden bearbeitet sind oder aufgearbeitet sind, das dauert. Und da gibt es auch viele Insolvenzen noch. Und, aber das, oft hilft es ja dann auch den großen Unternehmen. Da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Und da. Ja, wie ich gesagt habe, bei den Mittelständlern, die zum Beispiel Sondermaschinenbau, Fahrzeugbau, also all die, die halt großes Zeug zuliefern, ja, für große Tiefbau und irgendwelche Kräne und Bagger und all dieses Zeug, mit denen ich häufig zu tun habe, die haben ja den Einbruch erst in, die erwarten den Einbruch erst in 6 Monaten. Ne? Da hat mir einer was ins Ohr geflüstert und das war auch ziemlich überzeugend. Einige können davon wiederum profitieren. Viele kleine wird es natürlich auch belasten. Wenn man jetzt den amerikanischen Arbeitsmarktbericht vom Mai sieht, der ja gut auch einen Berechnungsfehler hatte, aber letztendlich eben doch überraschend robust ausgefallen ist, das Weiße Haus, der Wirtschaftsberater Hassett meint, wir kriegen jetzt nochmal 3,4 bis 4 Millionen neue Jobs im Juni. Wenn man sich die Restaurantbuchungen bei OpenTable anschaut und die Meldungen von Mastercard zu den Buchungen auf Kreditkarten, könnten wir dann nicht doch positiv überrascht werden von Seiten der Wirtschaft und wir kriegen, genauso wie der Aktienmarkt signalisiert, doch eine schnellere Erholung als wir oder als manch einer denkt? Ja, meiner Meinung nach wird sich das halt aufteilen. Ja? Also es wird Erholungen geben in manchen Bereichen, genauso wie es Profiteure gab in der Krise. In manchen wenigeren Bereichen, aber in anderen Bereichen wird es nochmal richtig absacken und insgesamt wird es halt nicht ganz so einfach, weil einfach die Masse der Menschen halt auch ein Problem wahrscheinlich haben wird und dann so ein paar Firmen werden halt profitieren, aber eher die Minderheit, ne? Der Winner takes it all Prinzipien und all diese Sachen spielen da mit rein. Das ist meine Meinung. Ja, also einmal ist es ja für den Aktienmarkt, ist ja das, was in der Wirtschaft passiert, wichtig, aber das, was in den Quartalszahlen passiert, ist, glaube ich, mindestens genauso wichtig.
also wenn nicht sogar wichtiger, und weil es wirklich konkret die Unternehmen betrifft, die man analysiert und kauft. Und da könnten wir uns schon vorstellen, dass Q2 sogar positiv überrascht, weil die Erwartungen wirklich extrem negativ sind. Und die Unternehmen haben sich da wirklich alle Mühe gegeben, die Leute also nicht zu positiv, den Leuten nicht zu positiv zu kommunizieren. Und insofern glauben wir schon, dass da jetzt einiges eingepreist ist und dass die Wirtschaft durchaus die Möglichkeit hat, wenn sich das jetzt alles beruhigt, relativ schnell auch wieder zu erholen. Also von der niedrigen Basis, und dann dauert es halt eine Weile. Aber die Börse feiert ja dann diese Verbesserung und die könnten schon eine ganze Weile anhalten. Aber das ist nicht euer Basisszenario. Euer Basisszenario ist, es wird doch länger dauern. Ja, man merkt halt schon, dass immer so ein bisschen, dass sich bemüht wird, alles ein bisschen positiv möglichst darzustellen. Das ist halt immer das, hier wird ja irgend so ein Fondsmanager interviewt, also kein Hedgefondsmanager, sondern halt so ein, ich glaube, so ein Vermögensberater. Und es ist halt so, dass man schon immer raushört, na, ist jemand grundsätzlich, hat jemand kein Blatt vorm Mund, also ist jemand grundsätzlich eher negativ, so wie Florian Homm, ne? Der haut ja immer ganz gerne mal eher was Negatives raus als was Positives. Oder bin ich halt grundsätzlich positiv eingestellt? Und das allein in sich ist ja schon wieder irgendwie eine Subjektivität, ne? Also hier geht es ja nicht einfach nur um Berechnungen, Statistiken und Analysen, sondern man hört, also das ist meine Meinung und ich mache seit 100 Jahren nichts anderes, als den ganzen Tag nur mit Executives zu telefonieren. In einem anderen Bereich, aber man spürt eben, also ich zumindest spüre, zwischen den Zeilen, ob jetzt jemand eher beschwichtigen will, ja, oder ob jetzt eher jemand noch ein bisschen Feuer, Öl ins Feuer gießen will. Na? Und das ist auf jeden Fall so eine eher Beschwichtigungsinterview. Es ist alles doch nicht so schlimm und ja, also ein bisschen wird es noch dauern und so. Ne? Ja, ich mache jetzt hier mal Schluss. Ihr könntet das ganze Video gerne anschauen. Ich verlinke euch den Link und dann bis zum nächsten Mal. Ich muss jetzt weitermachen. Bis dann. Tschüss.